Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wollte ich mit euch über das Thema Vitamin B12 sprechen. Und zwar fand ich das ganz interessant, früher selber immer diese Videos zu schauen, was die Leute so nehmen und ja, wie viel und wie oft und wie es wirkt. Und deswegen wollte ich euch heute mal davon erzählen. Also ich nehme immer dieses hier. Das ist dieses von Green Food Vitamin B12. Und das hat 5000 Mikrogramm und da sind 180 Tabletten drin. Die sind ganz klein. Ich mache das mal auf, dann könnt ihr das sehen. Da, die sind ganz klein, die lutsche ich dann immer. Und ich nehme das zweimal die Woche eine Tablette. Die lasse ich dann so unter der Zunge zergehen. Das ist dann ein bisschen viel, aber der Rest wird ja ausgespült vom Körper. Und deswegen gehe ich da auf Nummer sicher und nehmen so viel. Ich habe auch mein Blut, also ich lasse es regelmäßig testen. Und Anfang letzten Jahres, also Anfang 2016, da hatte ich diesen Holo-TC-Wert testen lassen und da hatte ich meine 360. Ich weiß jetzt nicht die Einheit, aber jedenfalls stand da so um die 360. Und ein halbes Jahr später ungefähr hatte ich 640 oder so. Also es hat sich auf jeden Fall ungefähr verdoppelt. Also es scheint auf jeden Fall zu wirken bei mir und damit bin ich sehr zufrieden. Bei Amazon bezahle ich dafür 27,99 Euro und jetzt ist meine erste Packung, also ich habe Anfang 2016 eine geholt, jetzt ist ja Oktober 2017 und ja, die ist jetzt fast leer. Ich glaube, da sind noch 10 oder 20 Stück drin, deswegen hatte ich mir jetzt schon die neue bestellt. Also ist sehr, kommt man sehr lange mit aus. Ja, jetzt wollte ich euch noch erzählen, was überhaupt Vitamin B12 ist. Das sind ja so Mikroorganismen oder eher Bakterien, die in der Erde und im Meer leben. Und ja, auf Pflanzen kann man Spuren davon finden, jedoch so gering, dass es kaum feststellbar ist. Und außerdem variiert der Vitamin B12-Gehalt von Standort zu Standort, je nach Bodenqualität und Art der dort lebenden Bakterien, sodass dieses pflanzliche Vitamin B12 selten unsicher und viel zu gering ist, um einen verlässlichen Beitrag zu leisten. Deswegen sollte man das auf jeden Fall supplementieren. Heute ist dazu noch die Bodenflora so weit zerstört durch industrielle Landwirtschaft, dass die allgemein erhältlichen Obst- und Gemüsesorten höchstens Spuren von Vitamin B12 enthalten. Natürlich ist das auch alles in Fleisch und Eiern enthalten, aber ja, da wir das ja nicht zu uns nehmen und selbst da ist es ja auch nur, weil die Tiere es selber supplementiert bekommen. Ne? Die produzieren das ja auch nicht, sondern die kriegen das in ihr Futter, nehmen das dann dadurch auf und wenn wir das Fleisch konsumieren, so nehmen wir dann auch das B12 auf. Aber selbst Fleischesser sollten sich da regelmäßig kontrollieren lassen, das Blut, um zu checken, ob das auch wirklich genug Vitamin B12 ist, was sie konsumieren durch das Fleisch. Ja, weil es eins der wichtigsten Vitamine ist für unseren Körper. Ja, falls ihr Fragen dazu habt, könnt ihr die gerne bei mir in die Kommentare schreiben oder auch wenn ihr andere Fragen habt. Ich hoffe, mein kurzes Video über Vitamin B12 hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!